Okay, hier ist es. Das Ding da vorne. Mhm. Und strahlt auch noch so richtig schön Licht von oben drauf. Aber hier wird, glaube ich, auch gleich scharf geschossen, wenn ich mir das so ansehe. Großer offener Raum. Hm. Könnte. Was war das? Ja. Bevor ich da oben aber hingehe, möchte ich gerne eben hier kurz hier unten gucken. Das sieht mir doch sehr nach Geschieße aus hier gleich. Wobei, woher sollen hier auf einmal Leute herkommen, andererseits? Andererseits, ich halte es mal wieder mit Toyota, nichts ist unmöglich. Pfeile? Hallo? Okay, dann halt nicht. Spätestens das war jetzt so laut, dass mich irgendwer hier hätte hören müssen. Sag ich mal. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Seppuku. Ich kenne nur Harakiri. Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Meine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Diesem alten Gras. Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Ja, okay, dann gehen wir auch einfach mal. Nein!
Bist du tot? Du bist tot. Ja, Nahkampf war da natürlich keine Option mehr. Okay. Aber ich wollte ja nur Munition holen. So, ich kann jetzt da oben drauf. Ihr Scheißer. Ich mach euch alle. Ich mach euch alle, sowas von alle. Die hängt aber auch manchmal fest, ey. Das ist ja ätzend. Hier vorne wäre natürlich auch was gewesen, ja. Naja. Ich muss sagen, die Schrotflinte ist zwar eine coole Waffe auch, aber mit der kämpfe ich jetzt persönlich nicht so gerne, wie mit anderen Waffen. Also hier zumindest nicht. Die hat zwar auch gut Wumms, aber, ja. Hier noch irgendwas ist? Nein. Dann ab. Ich sehe gerade nichts, weil ein schwerer Fehler bei der Ausführung von Tomb Raider aufgetreten ist. Geil. Schon wieder? Ey, das gibt's doch nicht. Ach ja, ich starte mal eben das Spiel neu. Aufnahme läuft ja noch. Das hat anscheinend irgendwas mit meinem Fernseher zu tun. Denn manchmal schaltet der auf HDMI dann um und sagt mir dann nochmal neu, von wegen, ja, ich will doch Tomb Raider schließen. Ich bin sofort wieder, Moment. Musste gerade die das Tastaturkürzel für den Taskmanager eingeben, sozusagen. Manchmal zeigt er mir halt an, als wenn er sich neu verbinden würde, so nach dem Motto, hier, der HDMI-Eingang, bla bla bla, wird's angezeigt, weil ich habe ja meinen Laptop mit dem Fernseher verbunden und über den Fernseher gucke ich das Ganze ja. Und das scheint mir irgendwie ein Problem zu sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, liegt's am HDMI-Port oder liegt's am Kabel? Das ist eigentlich auch nicht so alt, also HDMI 2, satt, genau, 1080p. Jetzt läuft auch die Aufnahme wieder.
Ja. Spannend. Ich weiß es nicht. Prozent. Ich schätze aber fast, dass es damit zusammenhängt. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Uhrzeit geachtet. Gerade eben kam aber nochmal ein Speicherpunkt. Ich hoffe, dass der jetzt auch zählt. Jo, sieht gut aus. Also wir werden später auf jeden Fall nochmal hierhin zurückkehren und die anderen Reliquien natürlich holen, keine Sorge. Aber nicht jetzt, jetzt erstmal Story. Verdammt, nein. Lara will ihnen nicht helfen. Ach, jetzt stehe ich wieder. Weil ich... Ich muss ja genau da dran stehen. Nein, muss ich nicht, aber... Man darf nicht einen Meter wegstehen. Das ist, das will sie dann nicht. Da ist sie dann auch zickig. Hier hoch oder wo gehen die hin? Nee. Sehr schön. Ach schade. Geht wieder um. Ja, ich weiß, dass ihr kämpft, deswegen musst du nicht immer sofort dein Ding so aktivieren. Das Buch gehört mir, ihr Hurensöhne. Oh, Reyes. Verdammt sein, wenn ich das Ding aufgebe. Sowas habe ich aber noch nicht von dir gehört, du. Hätte ich auch nicht gedacht, dass du sowas sagst. Überhaupt nicht. Sag mal, schießt du da? Kämpfst du da oder quatschst du nur? Also, jetzt mal ernsthaft. Okay, dann darf ich halt von da nicht kämpfen. Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Mathias. Hätten wir dir nur... Scheiße.
Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. So. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Dann darf ich ja auch einfach mal ehrlich sein und sagen, Reyes, das finde ich jetzt echt wirklich gut von dir. Wir können jederzeit ablegen. Geh an Bord, wenn du bereit bist. Dann brechen wir auf. Ja. Habe ich dich beim Arbeiten gestört? Du darfst gerne, Jonah. Also, du machst mir Angst.